Ablehnen, Link senden. Ich wollte schreiben, weil was Lustiges passiert ist. Der schlechtesten Ausrede, hier zweite Chance. Was ist das für eine Scheiße hier, für eine Unban-Anfrage, Alter? Bruder, nimm mal eine richtige Frau. Ich möchte den Chat bitte lassen, King. Ach du Scheiße. Ich entschuldige mich für das, was ich geschrieben habe. Das sollte nicht nach hier war über WhatsApp am Schreiben. Hab aber nicht darauf geachtet, wo ich hinschreibe. Da meine Tastatur anders eingestellt bei 8 Finger. Ich habe nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall ein fettes Sorry und Vinci, hier weiter viel Erfolg. Finde ich ein sehr, sehr nice Twitch-Format. Und zwar folgendes. Wir gehen gemeinsam, Chat. Das ist ein neues Format von mir. Gehen wir gemeinsam einfach mal die Anfragen zur Entbannung durch. Und der Chat kann mitentscheiden. Unban, ja oder nein. So. Wir gehen mal die Anfragen durch, lieber Chat, von den Entbannungsanträgen. Black Knight King, das ist der, ich möchte, also Kapi, ja, beste Mann, das Original ist das Beste. Was einer, wie nimmt ihr denn euer Pepe in die Hand? Alle voll aus am Rasten, ich mach das, was ich will, meine Stadt, meine Regeln, Ausländerpass, alles klar. Also, auf gar keinen Fall. Gamer 9073, windig, es ist ein wenig windig. Man hört nichts. Geht das mit der Karte immer noch? Haha. Ah, nein, ein Kohl auf seinen Kopf. Stream liegt manchmal. Kevin, wie viel kostet die Pfeife? Birk, viel Spaß noch, Chat. Und Orange. Haha, wieder. Das extra macht, damit einer kommt. Machst echt schon immer gutes RP. Und jetzt so mit dem Char auch gut. Warum wurde denn gebannt? Muss kurz aufs Klo, gönn doch. Ja, war drin. Kommt jemand Tag 1? Nein, ich bin von meinem PC. Haha, wer schreibt den so? War, hä? In der Leck, du HS. Meinte den DVD-Teil. Sorry, werd nicht mehr machen. Was? Meinte den DVD-Teil. Was? DVD, du HS. Ja. Gibt's nicht. Ach so, er meinte du HR. Ach so, er meinte den, dieses DVD-Banner, was so rumgedingst ist, meinte so, und er soll endlich nächstes Mal bitte deutlicher machen, wen du als heiß betitelst. Obwohl, ich muss in seiner Sprache machen. Wen ist nur das DVD-Ding ist, dann ist okay. Ich glaube, so versteht er das auch ein bisschen besser. So, wen haben wir denn hier, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ach du Scheiße. Sorry, schwarz gesehen, bla. Du musst sagen, gib mir Kuchen und Freispiele. Ich geb dir Eier, aber mehr als ich in der Hose hab. Lustig. Haben wir Casino gespielt? Also die 2,5k sind nichts mehr? Oder kannst du es dir auszahlen lassen? Du darfst kein Autospin mehr machen. Hä? Ach so! Knossi Autohaus. Von wann ist der Bann denn? Ach, gesperrt am... Der wurde 2019 gesperrt. Ja. Lorfin 123 schreibt, Muchbullen. Gönnt euch GTA Roleplay Lachkick-Folge. Oh nein, das ist ein eigener YouTube-Kanal. Echt? Ich hole jetzt mein Messer und da wohl drin ist. Ach du Scheiße. Ja, also, zweite Chance hat jeder verdient. Hey, Kumerk geschrieben, will eine zweite Chance kommen. Ey, zweite Chance hat jeder verdient, Bruder. New Boss. Ich nahm schon sehr, Digga. New Boss 45. Ich wollte mich für mein dummes Verhalten von damals entschuldigen. Möchte mich nicht rausreden, was ich damals gemacht habe. Ist nicht ordentlich, keine Frage. Dennoch bitte ich euch eine. Ja, komm. Alles klar. Digga, so wie der sich entschuldigt hat, ist mir egal, was er vorher gemacht hat, sag ich dir ehrlich. Orange, hab die Orange deiner Freundin gefickt. Also, da braucht man nicht, weißt du, ich meine, so, das ist halt, der bietet keinen Mehrwert für den Chat, Bruder. Ich glaube nicht, dass ihr, ich meine, Jungs, ihr seid der Chat, Bruder, und ich liebe euch. Ihr seid so lustig und unterhaltsam und ihr schreibt immer süße Sachen rein, ja? Wie wenn ich sage, du und so, und ihr macht alle so dieses schockierte Gesicht so ein auf süß. Das ist hier unser süßer Chat und da brauchen wir nicht, so Idioten. Du Hund, weil ich mich gebessert habe. Entschuldigung, raus. Bitte. Hi, ich wüsste nicht, warum ich gebannt wurde. Ich hoffe und würde mich freuen mit Sperrung. Nee, was? Ach, beleidigt in anderen Streams gegen Kevin. Aha, geht gar nicht. Ah, Nefas? Ehrenmann. Nefas, guter Mod. Was ist los mit dem Chat? Also, wenn niemand will, bei mir kann man auch spenden, Leute. War dumm von mir. Es tut mir wirklich leid. Fremdwirkung ist dumm. Was? Leute, bei mir kann man auch spenden. Hier ist mein Twitch-Link. Ja, komm. Also, wenn's, ja. Zweite Chance, ne? Lars Christmas. Mod-Kommentar. Screenshot vom Live-Primax. Auf absoluter Ehrenbruder-Basis. Wer ist diese Orange? Orange ist typischer abgehobener Junge vor 2 Jahren ohne Hype noch so auf Korrekt. Hey Leute, wollt nur erfahren, wofür ich eigentlich gesperrt wurde. Hab eben erst gerade gesehen, dass ich scheinbar gebannt bin. Aber wisst ihr nicht, was ich falsch gemacht habe? Meine letzten Nachrichten sind doch okay. Oder? Ich weiß wirklich, was genau der Fehler gewesen sein könnte. Und bitte euch daher, die Sperre aufzuheben. Und mir eine zweite Chance zu geben. Danke. Aufheben.
Ja, komm. Das Ding ist, er möchte ja, guck mal, er möchte ja eigentlich nur wissen, warum er gebannt wurde. Deswegen ablehnen, Link senden. Taifur 67. Schwul ist... Homophobe Aussagen dulden wir hier nicht raus. Junge, guck mal, 23:11 schrieb er. Junge, fast eine Stunde später, die er wahrscheinlich zugeschaut hat. Lol. Über eine, also eine Stunde und 26 Minuten später. Hund. Nee, was hat Semyon? Mogi gesperrt. War Troll. Ja, nicht mehr Entschuldigung. Aus. Marco, ach du Scheiße. Marco Bunter Grande 13. Valero Berg, Live-Statement heftig. Er ist Ehrenmann. Können wir Uwe Live-Statement gucken, please? Kevin Bongers, du Hurensohn. Kevin Bongers, du Hurensohn. Kevin Bongers, du Hurensohn. Nefas, du Huren. Nefas. Er schreibt in seinen Entwarnungsantrag. Nefas, du hässlicher Hund. Ehrenmann. Playboy. Ach, das ist JZone. Das ist dann wieder der vierte Account von JZone. Einmal Elina in den Stream holen, halb wieder da. Du bist bei Empfohlen Kalene. Was für geile Beine. Zu wild, Elina. Geile Sau. Elina ist so hot, ne? Wenn die Single ist, versuche ich die zu knallen. Viel Glück. Elina, Baby. Junge, was für OnlyFans, Alter. Komm mal klar, Digga. Wer bezahlt für den Stuss? 500 Leute gucken einfach die Wiederholung am Freitagabend. Haha. Ihr Loser. Das Pension hat Playboy gesperrt. Darauf will sein Erwartungsantrag. Nefas, du Sohn. War nicht Nefas. War das Pension, du Sohn. Contrix. Du hast einen guten PC. Liegt an FPS. Ha! Irgendein Link. Perma auf Lebenszeit. Nur wenn er glaubhaft sagen kann, wo der Link kam. Was ist denn da passiert, Nefas? Damals der Lost VDM hat das hochgeladen, auswirkst wahrscheinlich. Alles klar. Ja, ja. Guck mal, ich entbanne ihn einfach. Ist eh schon so, wir sind eh nicht mehr lost. Scheiß auf. I love Teddy 99. Wollte mich entschuldigen, weil ich aus Versehen gespammt habe, weil ich eine Frage stellen wollte, aber dann mein Kumpel einfach und das so. Ich wollte eine Frage stellen und dann hat mein Kollege einfach auf mein Tastatur gedrückt und es kommt nicht nochmal vor. Sehr glaubwürdige Ausrede. Ehre. Eine neue Anfrage. Sujuk mit Eier. Lappen, ich für eure Mütter. Sehr geehrter Herr Orange, es tut mir leid, dass ich so etwas lächerlich geschrieben habe und ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Ich hatte einfach einen schlechten Tag und möchte mich nochmal entschuldigen. Ich akzeptiere es auch, wenn ich nicht entbannt werde und wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir gucken kurz, wie er sich vorher benommen hat. Oh, guck mal, er war sogar Sub gewesen, okay? Leute, alle Camper schreiben! Camper. Kennt ihr das, wenn jemand sagt so, komm Leute, wir schreiben alle LUL in den Chat und dann er sofort LUL. Vor 7 Tagen. Ich habe vor wenigen Monaten einen permanenten Bann bekommen, weil ich einen anderen Streamer beleidigt habe. Dies tut mir ausdrücklich leid. Ich habe falsch und dumm gehandelt. Gucken, was er geschrieben hat. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich präsentiere die WhatsApp-Community. Die WhatsApps. What's up? Hier Yasi schrieb als allererste Nachricht. HS. Ich wollte H schreiben, weil was Lustiges passiert. Ich wollte H schreiben, weil was Lustiges passiert ist. Also ich sag dir ehrlich, für die Ausrede, ne, müsste ich eigentlich noch entbannen. Weil guck mal, das Ding ist, normalerweise schreibt man halt immer ha, ha, ha. Digga, keiner schreibt ha. Bruder, wenn du was richtig lustig findest, dann schreibst du doch nicht ha. Du machst immer ha, ha, ha. Ja, komm, also ey, für die Ausrede, für den Pokal der schlechtesten Ausrede, hier zweite Chance. Okay, Jungs, ich würde sagen, die Entbannungsanträge machen wir demnächst weiter. Ich würde alles tun, damit du nicht meinst, nein. Sonnenuntergang und eine Flasche Weißwein. Doch ich fühle mich allein, ja. Dabei wollte ich in